Ja, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin Adam Wilczek von MechTU und die letzten Tage oder auch Monate wurde ich hin und wieder mal gefragt, ja, Adam, sag doch was mal zu deiner Hebebühne. Also dreh mal ein Video darüber. Und dann dachte ich mir so, ja, könnte ich eigentlich machen. Und ich werde euch so ein bisschen die Vorteile, die ich sehe, ja, für mich und auch so ein bisschen die Nachteile erklären. Und wozu habe ich eigentlich die Hebebühne? Ich schraube extrem viel. Ja? Ich bin Vielschrauber. Bei mir, ich bin mindestens 2-3 Mal in der Woche in der Garage und schraube an Autos rum. Wenn ihr weniger schraubt, also ich sage mal so einmal im Monat, dann ist diese Hebebühne nichts für euch, meines Erachtens. Ja, ja. Das kann ja selber, jeder selber entscheiden, aber das ist einfach übertrieben. Dann holt euch lieber einen ordentlichen Wagenheber. Ich habe viel mit Wagenheber früher auch auf der Straße gearbeitet, reicht vollkommen aus. Da braucht man wirklich nicht so eine teure Hebebühne, außer man will ein bisschen Luxus haben. Das ist ja auch jedem erlaubt. Ne? Fangen wir mal mit dem Wichtigsten an und der Raumgröße. Das ist nämlich das, was eigentlich so auch das ausmacht, wieso ich mich für diese Hebebühne entschieden habe. Und zwar der Raum, den ich habe, das ist eine Doppelgarage. Und ich habe hier ein Rolltor, ne, nennt sich das. Und hier oben, diese Stange hier oben, die begrenzt sozusagen auch etwas meine Höhe. Die Länge meiner Garage ist ungefähr 5,4 Meter. Mein Golf passt hier super rein. Mein Skoda Superb, der normale, die Limousine, passt hier auch rein. Ich habe auch den 2,8 Liter Motorwechsel durchgeführt, aber nur, weil, ja, ich hier rum Platz hatte. Also ihr braucht, wenn ihr etwas größeres Auto habt, auf jeden Fall nochmal einen Meter mindestens mehr Platz. 1,5 Meter wären eigentlich besser. Auf der Seite habe ich eine Höhe von 1,95 Meter. Hinten, ja, das ist ein Schrägdach, habe ich 2,4 Meter. Hier in der Mitte ungefähr, ja, die Hälfte. Also das Ding ist ungefähr in der Mitte angeordnet. Könnt ihr euch ja ausrechnen. Meine Breite der Garage ist 5,5 Meter. Also ich habe ein bisschen breitere Garage, als sie länger ist. Und das reicht so knapp für einen Motortausch. Also wie gesagt, mit diesem Durchbruch. Bei meinem Kombi, den 3,6 Liter, würde ich fast behaupten, das wird nichts. Ja? Also da hat man wirklich einfach zu wenig Platz. Da komme ich nicht, also da schaffe ich es einfach, diese große Maschine nicht rauszuholen. 1,5 Meter mindestens mehr Platz braucht man, wenn man jetzt irgendwie vorhat, Motoren oder ähnliches auszubauen, sonst wird es halt nichts. Ja, wollte ich nur vorweg sagen, weil mich viele nach den Maßen fragen von meiner Garage und dass ihr einfach so ein bisschen wisst, wie groß das Ganze ist. Wenn eure Garage tiefer ist, ja, es ist nicht so, dass das Auto nicht hochgeht, aber diese Hebebühne hat so Einrastpunkte und erst ab einer gewissen Höhe fangen diese an, reinzurasten. Und das ist dann sozusagen auch die Sicherheit für euch, falls mal ein Hubzylinder platzen würde, dann fällt die Hebebühne nicht auf euch drauf oder das Auto auf euch drauf, sondern dann rastet es in diese Einrastpunkte. Die zeige ich auch gleich im Video. Und ich wollte es aber nur erwähnt haben, wieso ich eigentlich diese Hebebühne bevorzuge, weil sie sicherheitstechnisch Einrastpunkte hat, aber erst ab einer gewissen Höhe. Und weil sie einfach, ja, von unten her, die braucht keine Säulen, also ich komme hier ganz gut klar mit der. Ja, ich würde sagen, ich mache sie mal hoch und zeige euch diese Einrastpunkte und komme auch noch ein bisschen gleich zu den Vorteilen und Nachteilen. Das ist das Control Panel und ich sage auch die positiven und negativen Teile dazu. Auf und hoch geht erst, wenn man eingeschaltet hat und genau toll, dass es jetzt passiert ist. Ja. Ihr seht, was passiert ist, ich habe eingeschaltet und klack. Ja. Die Sicherung drin ist ausgefallen. Passiert irgendwie komischerweise bei mir hin und wieder mal, so alle 10, 15 Mal. Dann muss man das Ganze aufmachen. Und ja, ihr seht, das Problem, was ich eigentlich auch hier so sagen würde, ist, dass, naja, wenn ich es aufmache, kann ich hier mit den Fingern an bestimmte Stellen hinfassen, wo ich nicht hinfassen sollte. Gut, ich mache jetzt die Sicherung hin und ja. Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Das ist nicht so optimal gelöst. Hätte man vielleicht noch besser machen können. Dann hätte ich die Sicherung vielleicht hier außen angebracht, sodass ich die Möglichkeit habe, diese sofort einzuschalten, ohne das Ganze hier zu zerlegen. Gut, worauf ich hinaus will, das ist etwas, vielleicht ist es nur mein Problem. Ja, das seht ihr auch hier schon gleich die erste Veränderung. Ich habe hier einfach so ein Bepper drauf gemacht. Dieser Piepser hier, wenn man das Ding ablässt, ist so bockellaut. Das ist eigentlich für mich zu laut, das ist für eine Werkstatt gedacht. Also für mich total viel zu laut. Ja.
Ja, aber sonst an sich funktioniert die Hebebühne sehr gut. Zur Sicherung, ja, das ist vielleicht wichtig zu sagen, ihr könnt es nicht über eine Standardsicherung machen. Ich habe hier die normale Ausführung 230 Volt, bereue ich, ja. Lieber Drehstrom Version, ja, holen und auch einen Anschluss haben in der Garage, Drehstrom. Ich habe ja einen Anschluss hier, ja. Das Problem ist nur, damals hatte ich keinen und dann habe ich das geholt und ich bereue es, ja, eigentlich, weil ihr müsst dann die Sicherung in euren Verteiler, in euren Unterverteilung, Sicherungskasten dementsprechend auslegen für diesen Bereich, und das ist nicht die Standard-B-Sicherung, sondern die C-Sicherung. Ja, und da 16 Ampere haut es bei mir immer raus, muss eine 20 Ampere sein. Also, es ist nicht so toll. Ja, das sind, will ich einfach vorweg sagen. Vielleicht habe ich auch ein technisches Problem, aber bisher, seit ich die über 2 Jahre habe, ja, ist, glaube ich, einmal die Sicherung rausgefallen, die 20 Ampere Sicherung. Ein 16 Ampere ist zu oft rausgefallen, deswegen musste ich updaten. Technisch nicht ganz korrekt, muss ich euch gleich sagen, aber geht nicht anders, ja, bei mir halt, wieso auch immer. Zwei Sachen sind mir noch negativ aufgefallen, und das ist die erste Sache ist hier an dieser Stelle. Ja, ich blende euch von der anderen Seite ein, da ist die Kamera ausgerichtet, und zwar hier sitzt bei den meisten Fahrzeugen der Kraftstofffilter. Ist nicht so ganz optimal, denn man kommt nicht dran. Ja. Das muss man halt wissen, dass das Kraftstofffilter wechseln oft schwierig ist. Bei den Golf geht es ja, weil den kann ich sehr weit hier verschieben und diese Rampen sind sehr breit. Ja, dann kann ich ganz gut auch rechts hinfahren. Aber und dann kriege ich das gewechselt. Aber jetzt bei meinem Superb keine Chance. Der ist wirklich fast außen an den Seiten dran. Da kann ich nicht viel jonglieren. Eine Sache, die mir aufgefallen ist, negativ, naja, ich hatte noch nie Probleme damit. Es ist nur, ich habe den ersten Golf mit Tieferlegung geholt, ja. Und naja, wenn ich hier hochfahre, ist noch alles friedlich. Und wenn ich hier runterfahre, vielleicht bin ich auch zu schnell immer runtergefahren, dann schlägt der hier irgendwo auf. Also ich höre den ein bisschen knallen, dass das Metall da drauf knallt, ja. Ist halt so. Ja, Tieferlegung ist geil, ne? Okay, sei es drum. Jetzt kommen wir mal zu den Vorteilen, weil das ist eigentlich das, was das, diese Hebebühne so toll macht. Und zwar, ich will euch mal zeigen, wie mobil die ist. Das heißt, wir werden das mal kurz einbauen. Ein Vorteil der Hebebühne ist das da hier. Gut. Ich muss mal schauen, ob das ausreicht. Bisschen höher. Ich glaube, das reicht. Ja, und jetzt zeige ich euch den Luxus dieses Spielzeugs. Und wir können ganz leicht das Ganze jetzt hier hin und her bewegen und manövrieren. Funktioniert super. Ich bin damit bisher zufrieden. Ja, das ist also wirklich ein essentieller Vorteil dieser Hebebühne. Die wiegt knappe 500 Kilo. Ja, also keine. Ja, also die ist wirklich schwer. Die kriegt ihr nicht mit ein paar Mann geschwind mal irgendwo hingeschoben. Aber mit diesen Dingern super gelöst, kriegt man sie sehr mobil an die Orte, die man braucht. Auch die Station hat Rollen, und das heißt, man kriegt die auch überall mit. Ich tue die meistens immer dann da drauf und verschiebe sie mit. Ja, das passt eigentlich immer ganz gut. Schauen wir uns noch kurz die Einrastpunkte ein. Das heißt, ich bringe die ganze Hebebühne hoch und irgendwann hört ihr es zweimal klacken. Manchmal ist es nur einmal, weil das hundertprozentig gleich hochgegangen ist, und manchmal ist es so ein bisschen verzögert. Da klackt es einmal und da klackt es das zweite Mal. Ich positioniere die Kameras mal so, dass ihr das sehen könnt, und dann habe ich noch ein paar Sachen, die ich euch erzählen will über die Hebebühne. Ja, und dann sind wir eigentlich fast fertig. So. Ja, ich hoffe, ihr konntet sehen, hier diese, ja, Einrastpunkte.
die sind super gemacht. Wenn einer der beiden Zylindern mal den Dienst versagen sollte, dann sind es eure Sicherheitspunkte, das haben die viele Hebebühnen nicht, ja. Und das finde ich essentiell wichtig immer, dass falls mal so ein Zylinder kaputt geht, dass ihr einfach nicht von eurem Auto erschlagen werdet. Und ich arbeite sehr viel alleine und wollte eigentlich diese Sicherheit haben und es hatten viele, viele Hebebühnen einfach nicht, ja. Und deswegen habe ich mich einfach für diese entschieden. Ja, damit bin ich eigentlich mit dem, wie sagt man, Latein am Ende. Ja, mir fällt eigentlich nichts mehr ein. Das war ein Werbevideo, ja, weil es von euch gewünscht war, dass ihr dass ich die Hebebühne vorstelle, aber ich muss dazu ausdrücklich sagen, ich werbe mit dieser Hebebühne. Eigentlich muss ich nicht sagen, hier oben steht es ja Dauerwerbesendung. Wenn ihr über diesen Link unten in der Infobox was einkauft, kriege ich eine Provision dafür. Also, falls ihr es nicht wollt, einfach nach der Hebebühne direkt suchen, Twinbush und die Nummer eingeben, steht ja oben in der Titelleiste. Was noch fehlt ist, das da hier war nicht dabei, diese Kautschuk-Gummis, wo man es unter das Auto legt, dass man die Karosserie nicht beschädigt, tue ich euch auch in die Infobox, gilt das gleiche, kriege ich auch eine Provision. Also wie gesagt, wenn ihr es nicht wollt, sucht einfach nach den Teilen bei Amazon, wo auch immer, dann kriege ich keine Provision, ist mir eigentlich auch egal. Mehr fällt mir eigentlich echt nicht mehr ein. Ich würde sagen, das Wort, was ich gerade eben gesagt habe, ich würde sagen, hat mich ein Community-User darauf hingewiesen, ich sage das zu oft, ja, ist mir irgendwie passiert so im Affekt. Trotzdem danke ich euch für das Anschauen. Ich versuche mal, nicht so oft, ich würde sagen, zu sagen. Ja. Mein Name ist Adam Wilczek von MechTU. Nicht vergessen, meinen Kanal abonnieren. Und falls euch noch irgendwas interessiert, schreibt es unten rein. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.